Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit die Sims 2. Und wir sind natürlich wieder hier mit Familie Stone. Wieso heißen wir Wagner? Ich möchte, dass sie Stone heißen. Wir sind hier bei Familie Stone. Ist mir egal. Und wir haben natürlich im letzten Part Blackie adoptiert. Ich werde das ja bestimmt irgendwie ändern können, oder? Wie die heißen? I don't know. Wenn nicht, dann... Raoul steht hier gerade draußen und liest die Zeitung. Und Romy ist gerade am Arbeiten. Aber im heutigen Part finden wir heraus, ob Romy tatsächlich schwanger ist. Und ich bin sehr gespannt darauf, weil das ist ja schon so ein bisschen so unser Highlight hier gewesen und so. Unser Ziel, deswegen, ich bin mal ganz gespannt. Wir gucken mal. Wie ging denn der scheiß Cheat? Google. Romy ist nach Hause gekommen, cool. Ha! Man muss da dann noch ein Leerzeichen zwischen machen. Hilfe! Ich weiß es nicht. Rename Sim. Man kann nur den Vornamen ändern irgendwie. Dann heißen wir jetzt halt Wagner. Ich habe wohl keine andere Wahl. Ich nehme jetzt schon 10 Minuten auf, nur weil ich diesen Namen ändern will. Egal. Kann sie vielleicht jetzt mal endlich sagen, ob sie schwanger ist oder nicht? Weil sie denkt auf jeden Fall an Babys. Sie möchte unbedingt baden gehen. Ich weiß nicht wieso, weil eigentlich ist ihr Bedürfnis gar nicht so weit unten. Warum verstehen die sich so schlecht, was ist eben passiert? Weißt du, da guckt man mal 5 Minuten nicht aufs Spiel. Und auf einmal hassen die sich ja alle, hä? Why? Why? Okay, die Badewanne steht anscheinend scheiße. Warum hat die sich jetzt so gedreht? So müsste man drankommen. Also, weil der Hund konnte da irgendwie jetzt gerade nicht rein, wegen dem Klo. I don't know. Jetzt geht's auf jeden Fall. Süß. Oh, sie hat einen Kochpunkt bekommen. Süß. Und sie kann was Neues zubereiten. We love it. Oh, Blackies Frauchen Herrchen sein. Süß. Ah! No! Sie denkt auf jeden Fall ganz oft an Babys. Eigentlich müsste das ja was heißen, oder? Warum ist er eigentlich immer noch hier, Alter? Es ist einfach mitten in der Nacht. Aber was ich mir gedacht habe, zuschließen, nur Haushalt zulassen, so. Weil dann können die zumindest nicht mehr hier rein, aber ins Haus generell schon. Das ist doch schlau, oder? Romy hat heute frei. Er kann ja mal gefüllte Waffeln machen. Seine Frau wird sich freuen. Ew, man muss das Bett säubern. Er redet über Geister erstmal. Okay, ich weiß, dass jetzt bald Oktober ist, aber... Also er geht erstmal ein bisschen Vögel beobachten. Daran hat er ja immer viel Spaß. Blackie liebhaben, süß. Dann kann sie ja mal ein bisschen rumbasteln. Ich weiß, dass das auf jeden Fall für Mechanik hilft und das braucht sie ja für ihren Job. Ew, Unkraut. Ew. Ich habe vergessen, dass wenn man hier Dings hat, dass man auch Unkraut jäten muss. Hier ist das nicht wie in Sims 4, dass man schönes Landscaping hat. Nein, man muss hier auch alles immer schön sauber machen. Hat sie es kaputt gemacht? Dann darf sie es auf jeden Fall auch reparieren. Kann ich Romy sprechen? Ja. Ein Mechanikpunkt. Dann kannst du ja auch mal die Post holen. Warum ist das immer noch kaputt? Dachte, sie hat es repariert. Rechnung bezahlen 62. Das ist eine Rechnung, die ist okay. Hier, dann kannst du ja ein bisschen haken. Hör auf, meine Möbel zu zerstören. Ich hoffe, dass dieser Hund das bald lernt, weil I hate it. Ich frage mich echt, wann kriegt man dann die Meldung, dass sie schwanger ist? Vielleicht sollte ich das mal googeln. Ich finde nichts. Soll ich es einfach nochmal versuchen? Also ich meine, es schadet ja nicht, oder? Wir müssen einfach nochmal versuchen. Ich fände es jetzt schon nice, wenn jetzt endlich mal so eine Schwangerschaft entstehen würde. Da kam Feuerwerk. Ich glaube, Feuerwerk ist gut, oder? Ihr müsst jetzt beide nicht unbedingt schlafen. Es ist jetzt auch erst nachmittags, ne, Leute? Möchte ich nur mal sagen. Das ist auch schon die Fahrgemeinschaft für ihn. Nice. Sie war ein Bravi, wow, wow. Yay! Blackie! So eine feine, wow. Jetzt einfach gelernt. Raoul ist ja kontaktfreundlich und hat einen Arbeitskollegen mitgebracht. Und er wurde befördert zu Schnellimbissmanager. Bill Lauscher. Dieser Raum hier oben ist aber schon auch ein bisschen creepy, ne? Ich bin ehrlich. Okay, er findet uns übel witzig. Er rastet richtig aus beim Lachen. Okay, Bro. Scheinst du ein sehr sensibler Sim zu sein. Ich habe ein neues Produkt entwickelt und würde gerne wissen, was du davon hältst. Hier ist eine kostenlose Probe. War? Einfach ein Fernseher. Ja, also... Das nimmt man gerne, ne? Jetzt hat er ihn auf jeden Fall erstmal weggeschickt, weil es ist spät in der Nacht. Wir speichern mal nebenbei, ne? Speichern ist immer sehr wichtig, Leute. So, Romy kann auf jeden Fall schon mal aufstehen, da ihre Fahrgemeinschaft jetzt gleich schon kommt. Genau jetzt. Ich finde es weird. Erst wurde sie mal abgeholt mit so einem Krankenwagen und jetzt kommt so, I don't know, normales Auto. Das ist irgendwie weird, oder? Er will jeden Tag Vögel beobachten, ne? Das ist so süß. Dann kann er die ganzen Büsche auch mal beschneiden. Kann er ja weiter haken. Yeah, ein Sauberkeitspunkt für ihn. Nice. Als ob es schon fast wieder Winter ist. Es kommt mir so vor, als hätte ich den Winter gerade erst überlebt. Hallo, Romy. Wo vielleicht sollte ich sie nicht unbedingt an so einem Gerät rumbasteln lassen. Also, weil daran kann sie ja auch verrecken. Das ist nicht so gut. Ich möchte nicht, dass sie verreckt, weil wir möchten ein Kind.
Und ohne sie wird es schlecht, ein Kind zu kriegen. Oh. Blackie scheint verstanden zu haben, dass sie von... Sie, er, was auch immer. Vom... von Simbetten wegbleiben soll. Ich meine, so viel Zeit hat sie jetzt auch nicht mehr. Da muss sie jetzt schon mal ein Kind hier kriegen. Aber dafür muss sie ja erstmal schwanger werden. Ich hoffe, dass das hier klappt. Ansonsten wird das ein sehr unsatisfying Let's Play. Vor allem, weil ich dachte, dass wenn wir dann in Sims 3 umsteigen, ich möchte ja hier zu 20 Parts Sims 2 machen. Und danach wollen wir ja Sims 3 machen. Also zumindest hat sich das jemand gewünscht. Und da denke ich mir so, dann hätte man ja halt dann mit dem Kind weiterspielen können und sowas. Aber I don't know. Er wurde schon wieder befördert. Jetzt ist er Empfangschef. Ja moin, eh. Das ging schnell. Wer ruft mitten in der Nacht an? Geh weg. Oh, jetzt ist wieder Zeit, dass sie die Winterkleidung anziehen. Ach Mann, ey. Kann er ja auch mal einen Kumpel oder so einladen oder zumindest mal anrufen. Mal gucken, ob bei ihm jemand dran geht. Das ist ja immer so eine Sache. Oh mein Gott, es schneit. Wow, die telefonieren wirklich. Krass. Die sind sogar jetzt beste Freunde geworden. Süß. Also die sind auf jeden Fall alle Besties mit dem Hund. Das finde ich toll. Warum liegt die Mülltonne schon wieder? Dieser Hund. Oh, er hat jetzt neue Kleidung. Der Albtraum eines jeden Restaurantchefs wird wahr, eine unangemeldete Party mit 25 Teenagern. Plötzlich und ohne Vorwarnung tauchen sie im Türrahmen auf, lärmen herum, während sie auf ihre Tische warten und fallen damit den anderen Gästen auf die Nerven. Soll Raoul ihnen einfach sagen, es wäre kein Platz mehr frei und hoffen, dass sie keinen Aufstand machen? Oder soll er die älteren Herrschaften, die nun schon seit 40 Minuten nichts bestellt haben, bitten, das Restaurant zu verlassen, um Platz für die Teenager zu schaffen? Wen soll er rauswerfen? Wenn die seit 40 Minuten nichts bestellt haben, finde ich das aber auch irgendwie ein bisschen asozial, ne? Schmeißen die Großeltern raus. Raoul geht zu den älteren Leuten hinüber und versucht, die Situation zu erklären. Da er schon den ganzen Tag hart gearbeitet hat, ist er erschöpft und tritt einfach nicht mehr den richtigen Ton. Die Kunden gehen zum Gegenangriff über und erklären, sie hätten soeben ihre vollen Kundenkarten abgegeben und würden nun ihren unbegrenzten Gratis-Kaffee genießen. Sie beschweren sich bei Raouls Chef, der entsetzt darüber ist, dass Raoul seine besten Kunden so rücksichtslos behandelt hat. Kurz vor Feierabend wird Raoul von seinem Chef mitgeteilt, dass er ihn als Empfangschef für unfähig hält. Raoul wird zum Stellimbissmanager degradiert. Blöd gelaufen. Naja, manchmal ist das einfach so. Romy ist auch schon zu Hause. Ach, jetzt muss Raoul dann einfach nochmal arbeiten. Ja, geil. Ich lieb's ja. Na, dann geht er halt wieder arbeiten. Kein Problem. Yay, ein Sauberkeitspunkt. Warum will sie einen Vogelkäfig kaufen? Hä? Hey? Sie hatte gar keinen Bock, ihn zu waschen. Hä? Warum ging das jetzt nicht? Jetzt wurde er wieder befördert. Ich lieb's. Naja, haben wir wenigstens zweimal einen Bonus bekommen. Am I right, guys? Bei uns wird eingebrochen. Notdienst. Steh schnell auf. Kasimir Stahl. Hallo? Nein, nicht der Fernseher. Hallo? Wach schnell auf, Digi. Dann den Teil von der Couch. Och, nö. Nee, komm, Polizei, please. Hallo, Polizei. Wiu. Kommen Sie schnell wie möglich. Sei vorsichtig, Diebe können gefährlich sein. Okay, die Polizei ist da. Rosemary, los. Was ist hier schon wieder los? Sie so, ja, buh. Sie möchte jetzt eine Alarmanlage kaufen, wow. Dieses Leben hier, ne? Sie kann nicht mehr schlafen. Jetzt ist es einfach vorbei schon wieder. Na gut. Die Versicherung zahlt jetzt 2700. Ja, dann kaufen wir halt einen neuen Fernseher. Tut mal jetzt nicht so, als wäre das jetzt das Schlimmste der Welt. Guck mal, der ist vielleicht kleiner, aber ich finde das süß mit dem Tisch. Guck mal, so ein Bild kann ich ja neu kaufen. Toll. Ist auch alles wieder am Alten. Guck mal, dann kann sie ja Mechanik lernen. Dann muss sie gar nicht mehr rumbasteln oder so, sondern kann einfach lesen. Ja, diese komische Elch-Head ist jetzt weg, aber vielleicht ist es auch besser so. Yay, jetzt hat einen Mechanikpunkt bekommen. Es fehlt doch nur noch Sauberkeit, ne? Kann sie das nämlich, kann sie das auch hier lernen? Ach, hier kann man so Paarberatung und sowas lernen. I didn't know. Nicht ausrasten. Same. Ja, kann sie sogar wirklich. Ein Auto kaufen. Sind Autos nicht übel teuer? 950 geht aber. Auf Zufahrt platziert werden. Warum muss das so riesig sein? Ich weiß nicht, ob das richtig rum ist. Aber ich meine, wenn sie sich das wünscht, kann sie ruhig ein Auto haben. Komm mal in Rot. Toll. Ja, also kaum Geld mehr. Ich so, ein Auto. Romys Fahrgemeinschaft kommt gleich. Weil man so easy das lernen kann. Ich wusste das nicht, dass man so easy mit den Büchern lernen kann, hä? Aber auch gut. Also ihre Beförderung steht dann ja fast nichts mehr im Weg, ne? Also jetzt dieses Mal noch nicht, aber... Och, Nero, Süßi. Geist von Kasimir sehen, Alter. Als ob der so random umgebracht werden würde. Romy ist back. Dann kann sie ja mal ein Nickerchen machen. Raoul hat schon wieder wen mitgebracht. Diesmal ist es Bert. Hallo, Bert. Ach, jetzt kommt die da nicht durch, ey.
Was soll denn das? Mein Gott, das ist Musik aus dem Film, Alter. Ich dachte gerade so, was ist denn hier los? Sie braucht ein bisschen Spaß, da kann sie auch mal ein bisschen fernsehen, wa? Warum steht sie nicht mal mitten in der Nacht auf? Es ist Winter, zieh dir einen Pulli an. Na, hilft das? Wow. Blackie! Dein Ernst? Pfannkuchen. Oh, die sehen ja übel lecker aus. Ich lieb's. Oh, sie kotzt! Oh mein Gott, wisst ihr, was das heißt? Aber oh mein Gott, wenn sie kotzt, dann heißt das ja eigentlich, dass sie schwanger ist, oder? Oder kann es noch andere Gründe geben, wieso man kotzt in Sims 2? Oh mein Gott, das ist jetzt mein einziges Indiz, ob sie jetzt schwanger sein könnte. War einfach, dass es stimmt, weil ich wäre absolut ready dafür. Aber anscheinend werden wir das dann doch so 100% erst im nächsten Part erfahren. Wie gesagt, also ich wüsste nicht, dass sie wegen was anderem kotzen können. Und wenn doch, dann schreibt mir das mal. Ich hoffe einfach, dass sie jetzt schwanger ist. Das wäre nicht richtig cool. Ich hoffe, euch hat der heutige Part gefallen. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin und tschüss!